Das sitzt mir gegenüber und ich erkenne an der Körpersprache, ich kann am verbalen Ausdruck, spüre ich, wen habe ich da vor mir. Jetzt kann ich natürlich herkommen und kann ihm ein Blatt Papier hinlegen und sagen, mach das, 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 das. Wahrscheinlich ist es zum Scheitern verurteilt. Ich muss mich in die Lage versetzen der Person. Hier kommt eine Person, die vielleicht mit Sport noch nie was zu tun gehabt, noch nicht groß mit Sport was zu tun gehabt hat. Eine Person, die ihr Leben lang eine eingefahrene Struktur im Essbereich hat. Mein Name ist Andreas Trienbacher. Ich übe den Beruf jetzt seit knapp 30 Jahren aus. Ich werde demnächst 50 Jahre alt und somit bin ich sicherlich im weiten Umkreis der älteste Personal Trainer. Ich bin irgendwann mal wie die Jungfrau zum Kinde zum Personal Trainer geworden. Ich habe mich schon ganz früh mit der Thematik auseinandergesetzt. 99% meiner Kunden, also ich habe Wettkampf-Bodybuilder fast gar keine, also wirklich geringe Anzahl, Leute, die sich auf ein Shooting vorbereiten lassen, geringe Anzahl, Models, geringe Anzahl, sondern ich habe eigentlich 95% sind es ganz normale Menschen und meistens sind es übergewichtige Menschen.